Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. 2022 soll der letzte Meiler abgeschaltet werden. Die FDP hat sich dabei für einen rationalen Ausstieg stark gemacht. Langfristig sollen erneuerbare Energien den Strom liefern. Dafür muss der Netzausbau beschleunigt werden. Und dies in einem möglichst transparenten Verfahren. Es war uns wichtig als FDP, dass drei besondere Aspekte Eingang finden. Einmal Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit, die großen Themen bei der Energiepolitik. Es ist aber ein ganzes Bouquet von Maßnahmen beschlossen worden. Das war ja unser Kernwunsch, dass dieser Weg machbar ist, nachvollziehbar ist, umsetzbar ist, rational ist. Wir wollen die Bürger nicht weniger beteiligen, sondern wir wollen sie zu einem früheren Zeitraum mindestens im bisherigen Umfang beteiligen. Das heißt also, die Bürger sollen in voller Transparenz umfassend über die Projekte informiert werden und sollen dann auch mit den Initiatoren diskutieren und ihre Vorschläge einbringen. Neben der Versorgungssicherheit ist für die FDP-Fraktion die Bezahlbarkeit ein wichtiger Aspekt. Und Bezahlbarkeit ist ja eins der großen Ziele. Wie soll das erreicht werden? Wir haben ja insbesondere den industriellen Mittelstand, wo in Deutschland ganz viele Arbeitsplätze dran hängen. Und bisher waren nur die Großunternehmen von der EEG-Umlage befreit oder mussten weniger zahlen. Und diese Regelung haben wir jetzt auch auf die kleinen Industriebetriebe ausgedehnt. Und das bedeutet eine Entlastung. Damit der Endverbraucher die Folgekosten der Energiewende nicht alleine tragen muss, soll die Brennelementesteuer beibehalten werden. Weil im Endeffekt wir ein Weiterführen der Kernkraftwerke haben und, das muss man auch ganz klar sagen, in der Gesamtabwägung möglichst gleichmäßig die Verteilung Belastungen sind, sowohl bei den Energieerzeugern als auch bei den Energieverwendern, sowohl bei den Privaten wie auch bei den Unternehmen. Also Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit, damit das Licht anbleibt.